Ja, moin ihr Lieben, ich bin der Torben Grüttlau, ich melde mich hier aus dem wunderschönen Kulturraum Küche in der VHS Oldenburg. Natürlich ist man hier in der VHS nicht nur mit Desinfizieren beschäftigt, sondern wir machen uns hier schon ganz, ganz tolle Gedanken, entwickeln Ideen und Konzepte, wie wir nach Corona oder vielleicht sobald das hier alles ein bisschen freier und geöffneter ist, das Regelwerk, mit Ihnen hier wieder ganz tolle Kochkurse stattfinden lassen können, im kleinen, verkürzten Raum. Und ja, da ich nicht nur Lust auf Putzen habe und Desinfizieren habe und ich schon mal da bin, dachte ich mir, Mensch, da bringe ich euch doch mal so ein, zwei tolle Gerichte mit. Eine riesige, große Regionalzeitung titelte vor ein paar Tagen noch: Die Deutschen können nicht mehr kochen, Corona zeigt da ganz gravierende Mängel auf irgendwie. Wagen die Bücher zu bezweifeln, aber ich glaube, da wird ganz viel, ganz Tolles gekocht und jede Familie für sich nutzt jetzt auch so ein bisschen den Lockdown, um da einfach auch mal sich am Herd auszutoben, tolle Gerichte zu machen, weil jetzt haben wir ja alle so ein bisschen mehr Zeit. Und ich habe Ihnen da einfach mal zum Thema Spargel ein, zwei kleine Ideen mitgebracht, die ich heute mit euch mal kochen möchte. Wir sind mittendrin, die Spargelzeit. Der Kulturraum Küche ist ja ein großes Thema. Kochen ist Kultur, die Gastronomie leidet gerade so ein bisschen, weil sie geschlossen ist. Da werden mit Sicherheit ganz, ganz viele von Ihnen jetzt aktuell die Tage oder nächste Woche immer zum Spargelessen eingekehrt. Das wird alles noch ein bisschen eng dieses Jahr, also klappe ich mal aus dem Nähkästchen, habe Ihnen hier mal so einen schönen, hiesigen Spargel mitgebracht und möchte da einfach mal so ein schnelles, pfiffiges, ja, so einen Spargelsalat herstellen. So, geschält habe ich ihn schon, da war ich schon mal so fleißig. Dann schneiden wir uns hier mal zurecht. Die Abschnitte packen wir uns mal beiseite. Ja, was brauche ich noch alles für dieses Gericht? Spargel liebt Säure. So, normalerweise haben wir als säuregebende Komponente immer die Zitrone dabei. Ich nehme mal die schöne Himbeere, die wir mit dazu geben. Dann haben wir gesprochen über einen Salat. So, Salat habe ich hier. So ein bisschen Rucola mitgebracht. Ich habe hier so ein bisschen frische Minze, die wir dort mit einarbeiten werden. So. So, für fruchtige Komponenten. Warum in die Ferne schweifen? Eine schöne Orange kommt mit dabei. Und so ein kleiner Tropfen Wein darf auch nicht fehlen. So, viele von Ihnen kennen ja den Spargel eigentlich so ganz mal klassisch gedünstet. Der eine oder andere hat ihn mal vielleicht schon mal gebraten oder paniert gegessen. Ich möchte hier mal die gebratene Variante vorstellen, weil ich finde einfach, das ist einfach schmackiger, die ganze Kiste. Man hat die schönen Röstaromen drin, man hat einen Spargel mit Biss. Das ist alles ein bisschen pfiffiger. So, dafür lasse ich immer ein bisschen Öl in der Pfanne warm werden. Spargel selber. Hier streue ich mit ein ganz wenig Zucker. Dadurch wird er daran so ein bisschen mehr karamellisieren beim Anbraten. So, und da ist ja auch nachher so ein bisschen, da wird jetzt ein oder andere sagen, Mensch, Spargel ist doch schon mega bitter. Wenn er es karamellisiert, so Karamell hat ja auch wieder Bitterstoffe, da verstärkt man doch eigentlich diese bittere Eigennote vom Spargel. Ja, ist richtig, aber wir haben eine kleine karamellige Note danach mit drin, was einen zusätzlichen Geschmack ist. Und diese Bitterstoffe, die hole ich raus mit einer Säure. So, dafür sind auch dann nachher die Himbeeren, der Orangensaft und der Weißwein da, dass wir mit dieser Säure gegen diese Bitterstoffe anarbeiten und dann ein ausgewogenes, leckeres Gericht bekommen. So. Jetzt machen wir hier schön drin. Spargel kochen allgemein. Ich persönlich finde es total schade, wenn man so einen Spargel ganz normal abkocht im Wasser. Die Leute nehmen meistens nur zu viel Wasser da rein. Die ganzen Nährstoffe, der ganze Geschmack, alles was in so einem Spargel drin ist, geht in dieses Kochwasser nach und über. Und man muss dann wieder ganz viel dazusetzen, damit der Spargel überhaupt einen Geschmack kriegt. Bei der gebratenen Geschichte bleiben die Aromen und der Geschmack im Spargel selber drin. Und dadurch haben wir da ein ganz schönes Spargel-Erlebnis.
hier kommt jedes Mal aufs Bild raus, ne? Hier die braten wir mal schön an hier. Wir haben die ganz vollen Röstaromen da jetzt schon langsam drauf. So, ein bisschen drehen. Wir haben ja ganz viel in der Arbeitsrede. Einige werden ein bisschen komisch gucken, Mensch, warum hat der jetzt den Löffel in der Hand und keine Zange? Ich sag mal so, in der Küche gibt es kein richtig und kein falsch. So, wenn ich hier vorsichtig, ich kann das hier ganz normal mit dem Löffelchen umdrehen, habe danach aber nur den ganz gemeinen Vorteil, ich habe weniger Abwasch. Weil ich weniger Arbeitsgeräte dreckig mache, den Löffel brauche ich nicht. Und das ist natürlich dann auch zu Hause immer ganz sinnhaft, wenn man da dann einfach auch mal ein bisschen guckt, wie viele Schalen und Schüsseln brauche ich mal so ein bisschen. Kochen macht Spaß, spülen macht keinen so richtig Spaß. Und je mehr Dinge ich benutze, desto mehr muss ich da wieder reinigen, desto länger bin ich auch abgehalten. Ist so ein kleines Ding bei mir, da bin ich Ökonom, aber wir decken auch gerne die anderen ab. Wir haben die ja hier und drehen sie auch gerne mit der Zange, wer es möchte. Es ist sowieso das Schöne beim Kochen irgendwie. Das ist, ich bin jetzt seit 42 Jahren Küchenchef und habe da schon ganz, ganz viele Gespräche durch und jeder glaubt und meint, so muss es gemacht werden, so ist es richtig. Gibt es nicht. Also ich bin der festen Auffassung, in der Küche gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt so ein paar handwerkliche Arbeitsschritte. Ja. Wenn ich einen Fleischwagen in der Pfanne drin habe, eine schwarze, schmeckt sie mehr, das ist normal. Aber so, man kann nicht sagen, das ist jetzt 100% richtig und das ist jetzt 100% falsch. Was haben wir in der Küche? In der Küche ist es immer wieder, schmeckt oder es schmeckt nicht. So, wir müssen gucken, dass wir was Warmes, Leckeres auf dem Teller haben, und wir dann Leute Freude dran haben. So, ich habe hier zwischendurch mal ein bisschen Orangensaft angemacht. Das karamellisiert jetzt mal so ein bisschen mit hier. So. Dann hat jeder zu Hause eine wunderbare Zitronenpresse bei sich rumliegen. Nämlich ein schönes Messerchen. Man schneidet die Orange einfach mal so halb ein und kann jetzt über der Klinge einfach mal den schönen Saft da reinlaufen lassen. So, jetzt dünstet das alles schon mal so ein bisschen im Zitronensaft. So, dann geben wir noch ein ganz bisschen von dem Weißwein dazu. Mal geht noch ganz hoch. So, dann haben wir hier den leckeren Weißwein. Dann gebe ich jetzt hier nochmal schön die Mandeln dazu. Ein bisschen durch. So, dann haben wir hier noch so eine halbe Zitrone, da kann man durchaus mal eben mit beigehen. Schneidet sich immer die Schale runter. Ja, also, wir haben gerade mal hier so ein total schönes Geräusch gehabt, das war die Lüftung, die angesprungen ist. Ich habe hier schön abgelöscht, die schöne Rauchwolke da. Wenn das ein bisschen untergegangen ist gerade. Also ich habe den Orangensaft drauf getan, ich habe etwas mit Weißwein abgelöscht, habe Mandelblättchen dazu gegeben und lasse das jetzt so ganz leicht köcheln. In der Zeit schubsen wir hier nochmal so ein bisschen die Orangenfilets mit rein. So, dann mache ich mal eine ganz kleine pfiffige Geschichte. Ich habe die Bitterstoffe drin, ich habe die Säure drin. Ich habe gerade ein bisschen Pfeffermühle drauf gemacht. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Salz dran. Und jetzt kann man noch mal weigern, dem ganzen Gericht noch mal eine richtig schöne Frische zu verleihen. Und diese Frische verleihe ich ein Stück weit mit Minze. So, und bei der Minze haben wir zwei Möglichkeiten, wie mit Kräutern allgemein. Ich kann sie einfach wie den stillen Mammon einfach hier mal so ein bisschen runterschneiden. So, dann habe ich hier so kleine Minzstückchen. Oder ich kann beigehen
und male mir so einen kleinen Minzsalz oder Minzzucker. Man muss eher wie einen Kristall haben. Ich nehme jetzt mal ein bisschen beides. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Zucker hier aufs Brett. Gebe da mal ein bisschen Salz mit aufs Brett. Und das Ganze verreibe ich jetzt mal zu einem kleinen Brei. Wer einen Mörser zu Hause hat, da gibt es natürlich noch besser und noch schöner mit drin. Ja, dann reibt man das sich einfach schön in so einen Mörser. Wer keinen Mörser hat, es geht auch mit einem Messerchen einfach, indem man jetzt die Blätter richtig schön malt hier. Und dann habe ich hier so eine kleine Minzpaste. Schaut, geht mit jedem Kräuter die, ne? Einfach ein bisschen zermahlen mit Gewürzen. So, das gebe ich jetzt nochmal da schön mit dazu. Lass das ein bisschen köcheln und damit sich meine Paste jetzt schön verteilt, gebe ich nochmal so einen kleinen Schuss von den tollen Weißwein dazu. So, lass das Ganze einmal durchkochen und dann können wir auch schon anfangen anzurichten, unser erstes Gericht. Gemüse muss nicht weich gekocht sein. Auch so ein Spargel, der braucht nicht butterweich, da er zerlegt werden. Wir können den wunderschön, der darf ruhig ein bisschen Biss haben. Dann schmeckt er auch so ein bisschen. Alles, was zu weich gekocht ist, ist auch ganz viel an Nährstoffen rausgegangen. Einige Vitamine und Inhaltsstoffe gehen auch bei zu viel Hitze gehen die kaputt. Da gehen die Nährwerte auch stellenweise verloren. Andere Vitamine werden aktiviert durch Hitze. Das ist immer so ein schmaler Grat, aber man muss es jetzt hier nicht so ganz dolle kaputt kochen. So, und ruhig an diesem Saft auch nicht sparen, da steckt richtig schön Geschmack drin, den machen wir hier mal schön mit drauf. So, und schon haben wir jetzt innerhalb von 10 Minuten einen wunderschönen gebratenen Spargel mit Orangen, Himbeeren, mit einer Mandel-Weißwein-Nasch, würde der Fachmann sagen, das klingt aber ganz gut gestochen, und ein paar Mandelchen. So, ihr Lieben, ich wünsche einen guten Appetit. So, nach diesem tollen Spargelgericht, der euch hoffentlich gemundet hat als Vorspeise, habe ich euch jetzt mal ein tolles Hähnchengericht mitgebracht. Geht ganz zügig, ganz schnell. Und das ist auch mal eine Geschichte. Ich weiß, viele Familien sind gerade zu Hause. Die Kinder dürfen irgendwie die Schule zu Hause wahrnehmen. Da ist Mutti und Papi dann ein bisschen dabei und kann vielleicht nicht ganz so viel in der Küche stehen, um da tolle Gerichte herzustellen. Darum habe ich euch jetzt hier mal eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Das wird so ein bisschen ja, pfiffig angehaucht mit Ingwer, Masala, Kardamom. Bisschen Chili kommt da rein, Kichererbsen, Hähnchen, Zwiebel, Knoblauch, eine schöne Mango und Reis. Das sind so die Zutaten, die wir dafür benutzen. So, hier habe ich schon mal eine Pfanne, die warm wird. In der Zeit präpariere ich mir schon einmal das Hähnchen. So, ich habe mal eine schöne Hähnchenkeule genommen, jeder mag Hähnchenkeulen. Die werden jetzt mal richtig schön eingesalzen. Da streiten sich immer die Fachwelt, salzig vor dem Garen oder nach dem Garen. Ich salze grundsätzlich vor dem Garen, damit das richtig schön in das Fleisch einziehen kann, die ganze Geschichte. So, das wird richtig schön so einmassiert. So, beim Umgang mit Fisch, Fleisch, Geflügel ist es ganz wichtig, eine gewisse Hygiene einzuhalten. Das sind tatsächlich so die kritischen Lebensmittel, wo nachher so Salmonellengefahr ist oder irgendwie andere Übertragungen stattfinden können. Darum ganz wichtig, wenn ihr da Hähnchen und Geflügel auf einem Brett verarbeitet habt, wascht es erst anschließend, bevor ihr die nächsten Dinge drauf anmacht. Ich habe hier mal das gelöst, indem ich ein zweites Brettchen drunter gelegt habe. So, lasst das jetzt hier ein ganz bisschen ziehen. Auch damit dieses Hähnchen, was aus dem Kühlschrank kommt,
jetzt ein bisschen Zimmertemperatur kriegt. Auf der einen Seite löst das Salz sich jetzt, geht in das Fleisch rein, würzt es von innen heraus. Und auf der anderen Seite temperiert das Fleisch jetzt auch ein bisschen auf Zimmertemperatur. Das hat den Vorteil, dass der Kälteschock nachher in der Pfanne nicht ganz so hoch ist. Dadurch wird es mir nicht ganz so schnell so zäh. Also man sagt auch, wenn man ein schönes Rinderfilet haben möchte oder sowas, dass man die wirklich auch ein, zwei Stunden draußen liegen lässt in der Küche und dann erst zum Braten angibt. Dann sind die Säfte besser gebunden, man hat nicht diese Warm-Kalt-Geschichten in der Pfanne nachher so ein bisschen und die Säfte laufen nicht so massiv auf. Das gleiche ist beim Hähnchen auch. Ja, also man kann es ruhig mal eben so eine Stunde vorher rauslegen, dass es so ein bisschen schon die Raumtemperatur annimmt. So, in der Zeit schnippeln. Wir brauchen hier ein bisschen Zwiebel. Ganz wichtig, ich mache jetzt hier mal ein Kindergericht. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man ja mal ein bisschen Wein reinmachen oder halt auch kein Wein. Ich lasse es jetzt hier bei dieser Herstellung mal komplett alkoholfrei. Und ein wunderbarer Ersatzstoff für Weißwein ist ein klarer Apfelsaft. Man kann ihn anstatt Wein dazugeben, muss ihn so ein bisschen einkochen lassen, dass er so ein bisschen die Süße verliert und so ein bisschen säuerlicher dann auch dadurch reduzieren noch wird. Und man kann ihn auch stellenweise ganz leicht ein bisschen ankaramellisieren lassen. Dann hat er auch nochmal so eine ganz kleine fruchtige Note nachher. Und dann hat man einen wunderschönen Weinersatz, hat einen schönen Fruchtkörper von diesem Apfelsaft. Ich habe jetzt hier mal von irgendeinem x-beliebigen Hersteller. Ne? Also einfach einen klaren Apfelsaft, den ich dann zum Ablöschen benutze. Und dann habe ich ein ähnliches Geschmacksvielfalt drin. So, die Zwiebelchen. Weniger ist mehr. Da mache ich hier einfach mal so schöne große Stücke. Es muss nicht immer alles so ganz klein geschnitten sein. Das ist alles Quatsch. So, die kommen da mit rein. Dann haben wir hier eine wunderschöne Mango. Und einen hervorragenden Sparschäler. Mangos tun die Leute sich immer unheimlich schwer. Das ist bei den meisten Kochkursen, auch hier in der VHS, wenn wir mit Früchten arbeiten, die meiste Frage, Mensch, wie verarbeite ich eine Mango? Wie kriege ich sie geschält? Wie kriege ich sie geschnitten? Dass ich da möglichst viel von wegbekomme. Zeige ich Ihnen, das ist relativ einfach, wenn man es weiß. So, wenn man auch die ganze Mango nicht braucht, man sagt, für das Gericht brauche ich nur eine halbe, dann schäle ich mir auch erstmal nur die halbe Mango. So weit runter, bis das Gelbe dann kommt, das Grüne komplett weg ist. Die Mango als solches, ich halte gleich mal die Kamera, ist ja so ein bisschen oval und dann wird sie so flach. Und sie hat einen flachen Kern in der Mitte sitzen. So, und der ist relativ genau mittig und der ist immer so ein Fingerbreit vom Rand weg. Und ja, so ungefähr so daumendick in der Mitte, dort liegt dieser Kern. Wenn man das so weiß, kann man sich jetzt eigentlich relativ einfach hier die Mango runterschneiden. So. So, dann kann man die hier schön runterziehen, das Stückchen, was man haben möchte. Und kann dann halt dementsprechend hier vielleicht nochmal so ein paar Spalten rausschneiden, wenn man mag. So, und da seht ihr schon. Ganz häufig werde ich gefragt, Mensch, anbraten, was für Öl brauche ich da? Wo kriege ich da ein hervorragendes Olivenöl, ein Würzöl her und. Kinder, das ist alles Quatsch. Da muss man jetzt erstmal so in diese Fachmaterie reingehen. Was ist eigentlich dieser Anbratprozess? Wozu soll er dienen? Ich habe einen Pfannenboden, der absolut plan ist. Ich habe ein Gargut, was eine poröse Oberfläche hat, was nicht eins zu eins auf diesem Pfannenboden liegt. Und da brauche ich einen Hitzeüberträger, der dann einfach die Hitze der Pfanne auf das Gargut, Gemüse, Fleisch, Fisch, wie auch immer, einfach eins zu eins überträgt, damit die Luftlöcher geschlossen sind. Ich mache mal ein praktisches Beispiel, damit man Verständnis hat. Nehmen wir so eine Kichererbse, ne? Also das unsere Pfanne ist. So, da sieht man schon, warte mal, die Erbse liegt nur an ein, zwei Punkten auf. Dementsprechend braucht man einen Hitzeüberträger und das ist Öl. Nehmt da bitte keine hochwertigen Öle für. Das ist alles weggeschmissenes Geld, das ist alles Quatsch. Wir brauchen ein vernünftiges, solides, so ein Rapsöl, was hoch erhitzbar ist. Ja, und da haben wir auch ganz, ganz tolle abgefüllte Markenprodukte unter einem Deckmäntelchen bei hiesigen Ketten, wo wir einfach ganz gut diesen Effekt üben können. Das addiert da nichts zu, das nimmt nichts weg, das macht nur Folgendes, das überträgt die Hitze in das Gargut rein. Diese tollen Olivenöle,
diese tollen Nussöle, Sesamöle, Macadamiaöl, alles, was es da so gibt, haben einen ganz, ganz niedrigen Rauch- und Verbrennpunkt. Und wenn ich da scharf mit anbraten möchte, dann kippt das genau in das Gegenteil. Die Geschmäcker werden zerstört, es entstehen krebserregende Stoffe, es wird alles nicht besser. Das sind Öle, die ich zum Schluss dem Gericht hinzufüge. Mache ich bei dem Gericht danach auch, also kurz bevor ich es rausgebe, wo dann diese hohen Anbrattemperaturen weg sind, wo ich zum Schluss nochmal mit veredle, um da einfach nochmal diesen Geschmack mal reinzukriegen. Aber jetzt hier zum Anbraten reicht der schöne Mammon, da reicht einfach ein vernünftiges Rapsöl. So. So, hier habe ich jetzt das Hähnchen angebraten. Diese tollen Röstaromen brauche ich hier gar nicht, hier nicht ganz zu Ende, weil ich hier noch ein Backofengericht. Ich dachte mir eigentlich, das ist ein Gericht, was Rudi machen kann, wer es mit den Kindern zu Hause für die Schule übt. So, wir braten das schön an. Wir heben jetzt nochmal. So, also Zwiebeln und Mango mit da rein, die Reste hier auch schön mit an. Also ich möchte möglichst viele Röstaromen haben. Röstaromen sind Geschmack. Ja, und man hat noch Röststoffe und Geschmacksstoffe. Beim Kaffee kennt es jeder. Aber hier beim Essen ist es eine ähnliche Geschichte. Also wir brauchen so ein bisschen die Aromen durch das Anbraten. Nicht das Schwarze, aber so dieses Knusprige so ein bisschen. Weil das gibt nachher dann eine ganz schöne Geschichte. Was viele auch nicht wissen, von Reis wird, wenn man den so ein bisschen mit anbrät, eine ganz, ganz, ganz leckere Geschichte. Der wappelt nicht so richtig und dann kriegt doch mal so einen richtig schönen Eigengeschmack. Der wird so ein bisschen aktiviert, würde man sagen. Und ja, von der Menge her kann man es relativ einfach halten. Ich habe hier mal so eine Tasse mitgebracht, wenn man nicht weiß, wie viel Reis brauche ich. Ich habe hier zwei Keulen drin, also kochen wir mal hier für zwei Leute. So, dann nehme ich jetzt einfach mal so eine gute halbe Tasse Reis. Ja, so ein bisschen mehr. So, das wäre für die erste Person. Und die nächste. Wäre für die zweite Person. So, schon haben wir ein tolles Maß, dass wir aber auch wissen, wie viel Menge brauchen wir. Die Tasse stellen wir jetzt mal nicht ganz so weit weg. Also damit messen wir nachher die Flüssigkeit ab, die wir hier da drauf geben. Dann haben wir nämlich auch gleich genau die richtige Menge an Flüssigkeit, die wir benötigen, damit dieser Reis dann auch dementsprechend schön gart. Ich lasse ihn jetzt mal ganz glasig ein bisschen mit anschwitzen, ähnlich wie beim Risotto. So, dann geben wir hier noch ein bisschen Kichererbsen mit dazu. Wenn Sie keine Kichererbsen mögen oder keine zu Hause haben, man kann auch alternativ einfach Möhrchen, Sellerie, also was einem so am harten Gemüse einfällt, damit dazugeben oder Bohnen. Ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen orientalisch gelassen, die ganze Geschichte. Darum mache ich jetzt auch mal hier so ein bisschen Ingwer mit dazu. Ich habe jetzt hier gemahlenen Ingwer. So. Bisschen Gram Masala, das Universalgewürz. Kinder sind ganz, ganz unterschiedlich. Der eine mag es richtig pfiffig und scharf, der andere mag es so ein bisschen nass. Aber eigentlich ist es schon so, dass je jünger man ist, man auch sehr intensive Dinge mag. Also gerade die scharfen Dinge kann man super gerne ein bisschen reinmachen. So, machen wir mal ein bisschen mal Chili mit rein. Und einen kleinen Hauch von Kardamom. So, jetzt sehen Sie hier schön den Reis. Hier wird richtig schön gläsern und ist leicht angebraten. So, wenn er dann so weit ist, gebe ich meine Flüssigkeit dazu. Und dann kann ich jetzt hier wieder die Tasse zum Hilfe nehmen. Ja, ich nehme es hier mal mit Apfelsaft jetzt. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt nochmal eine halbe
Also ein Reis, je nachdem wie kernig man ihn haben möchte, nimmt er so das doppelte bis zweieinhalbfache an Wasser auf. Wenn man richtig klatschig haben will, auch das dreifache an Wassermenge. Jetzt habe ich hier diesen schönen Sud, ich habe meine Gewürze, ich habe die Aromen von der tollen Zwiebel drin, ich habe die Röststoffe von dem Hähnchen damit drin, ich habe das schöne Fett vom Hähnchen, was sich nachher schön ausbrät, damit rein. Ich habe unseren Reis als Stärkebeilage damit drin, der die ganzen Aromen nachher in sich aufnehmen wird und einen richtig tollen Geschmack rausholt. Die Zwiebel, ich habe was Fruchtiges drin mit der Mango. So, jetzt fehlen mir nur noch ein bisschen die exotischen Gewürze, Salz und Pfeffer. So, die ganze Nummer kommt jetzt ein Deckel drauf und da müssen Sie aufpassen. Was ich jetzt mache, funktioniert nicht mit jedem Kochgeschirr. Wir geben es jetzt in den Backofen rein bei 180 Grad und lassen es dort nochmal eine gute Viertelstunde, 20 Minuten köcheln, dass der Reis richtig schön quellen kann, dass das Hähnchen schön gart, dass man richtig schön ein schönes Pfannengericht hat. Das geht nur mit Kochgeschirr, was entweder komplett aus Metall ist, was hitzebeständig ist. Oder es gibt auch diverse Hersteller, die halt auch so Plastik haben, die hochhitzebeständig sind. Aber da müssen Sie eben gucken, was haben Sie. Was auf alle Fälle immer ganz gut funktioniert ist, wenn Sie so einen Metalltopf haben, können Sie einfach das Töpfchen nehmen, Metalldeckel drauf, das Gericht darin zubereiten, so rein in den Ofen. Ja, wichtig, kein Plastik mehr rein. Und das ist eine Geschichte. Jetzt haben Sie eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, um sich in aller Ruhe mit was auch immer zu beschäftigen. So. Einfach rein in den Backofen, auf die Uhr geschaut. So, gute 20 Minuten später haben wir dann unser Hähnchen hier. Oder hier so ein Topflappen. Und dann haben wir hier so ein richtig tolles, schönes Pfannengericht. Ich mag es persönlich immer noch ganz gerne, wenn da jetzt noch so ein bisschen frische Kräuter drunter kommen. Ne? Also deswegen habe ich den Basilikum hier. So, dass man da zum Schluss einfach nochmal so eine kleine Note Pfiff reingibt. Mit rein. Dann habe ich hier gerösteten Sesam, den habe ich mir selber geröstet. Genau wie die Mandelbäckchen vorhin, ne? Also man kriegt sie ja ungeröstet. Es sind immer größere Mengen, für so ein Gericht brauche ich immer nur so ein paar Dinger. Ich röste mir den zu Hause mal in aller Ruhe mal vor, lasse sie kalt werden und fülle den halt einfach so ein Näpfchen ab und dann kann ich immer mal, wenn ich Spaß an gerösteten Nüssen oder Kernen habe, dann habe ich zu Hause halt welche stehen. So, und hier passt so ein Sesam ganz gut dazu. Ne, hat man gleich geröstet. Oh, da war wieder der heiße Griff. So. Woran erkennen Sie jetzt, dass das Hähnchen gar ist? Oder allgemein bei so einem Hähnchen? Ganz einfach. Muss den Gockel mal so ein bisschen in den Schenkel kneifen. So, und zwar folgendermaßen. Sie haben hier die dickste Stelle. Wenn Sie hier mal so reinkneifen, mit dem Fingerchen, wenn der Finger zu heiß ist, macht man sich auch gerne mal so ein Handtuch nehmen. So, dann kneifen Sie einfach mal hier rein. Und wenn Sie an der dicksten Stelle ganz sauber bis auf den Knochen runterdrücken können, dann ist Ihr Geflügel gar. Das gleiche ist auch, wenn man zu Weihnachten eine ganze Ente macht im Ofen. Da haben ganz, ganz viele Leute Probleme. Ist sie jetzt gar, ist sie nicht gar? Die Brust ist dabei vollkommen irrelevant. Mal so einen Schenkelkneifer. In den Schenkel reinkneifen, ob sie ganz oder die Ente ist. An der dicksten Stelle einmal mit zwei Fingerspitzen reinkneifen. Wenn Sie locker leicht zum Knochen durchkommen, dann ist das Geflügel in dem Moment gar. So, hier haben wir die Situation. Ich nehme sie schon mal raus. Oh, das schaut schon mal eben aus. So, und Sie sehen hier, der Reis ist gekocht. Der hat diese ganzen tollen Aromen.
Wir verschwenden hier nichts. Da bleibt nichts in der Pfanne zurück an der Aromatik. Es geht alles toll in den Reis rein. Also da haben wir eine ganz, ganz schöne Geschichte. Der Hähnchengeschmack, das Fett. So, das ist hier, ja, einfach so lecker. Platz nochmal hier so ein bisschen. Ein Träumchen. Und jetzt stellen wir uns vor, bei diesem tollen Gericht hätten wir ein paar exotische Gewürze, wie Salz und Pfeffer. Dann wären wir ganz weit vorne. So, das ist hier so eine ganz schnurrige Geschichte. So, die ist einfach, die kann man zu Hause nebenbei, die kann man sich gut vorbereiten. So, wenn es ein bisschen romantisch sein soll, kann man das Ganze noch ein bisschen nett ausgarnieren. Wupp. So. Dann haben wir hier ein orientalisches Reis-Mais-Hähnchen aus dem Topf. Ne? Ich wünsche einen guten Appetit und viel Freude beim Nachkochen. So, mein nächstes Gericht, was ich euch zeigen möchte, ist wieder eine ganz einfache, schnelle Geschichte. Sind aber unheimlich viele Basics drin. Ich habe vorhin ja schon mal so leicht angedeutet, es gibt kein richtig und falsch in einer Küche. Und das ist, muss man, ist ganz, ganz wichtig. Also man kann keine Fehler machen in der Küche, das geht gar nicht. Ne? Also entweder es schmeckt oder es schmeckt nicht. So, was oft den Leuten nur fehlt so am Herd, ist ein bisschen so dieses Trauen, dieses Ausprobieren. Und weißt du, dann hat man da so ein tolles Kochbuch mit bunten Bildern und tollen Rezepten und dann kauft man sich für ganz teuer diese Zutaten und dann steht man zu Hause am Herd und versucht das dann so nachzukochen und dann gelingt einem das nicht so wie auf diesem Foto irgendwo und dann hat man dieses Frustrationserlebnis. Schmeißt es einfach weg. Weißt du, also da kocht einfach mit Herz und Leidenschaft und Kochen ist halt ein Beruf, den man, oder auch eine Tätigkeit, die man mit dem Herzen und mit ganz viel Leidenschaft einfach ausübt. Und alles, was euch geschmeckt, was euch gefällt, macht es so ein bisschen. Ne? Es gibt so ein bisschen Handwerk dazu. Normalerweise haben wir hier in der Volkshochschule in Oldenburg da mal ganz, ganz tolle Themenkochkurse zu, wo wir explizit so auf, ja, ich sag mal, zum Beispiel auf die Kartoffel eingehen oder saisonal auf Spargel, auf Pilze im Herbst und solche Dinge anbieten, wo man sich da neue Inspirationen holen kann. Wo man auch von tollen Kollegen angeleitet wird, um auch mal den Mut zu finden, mal einen Fisch zu braten oder andere Dinge mal herzustellen, wo man sich vielleicht vorher nicht so dran getraut hat. Ja, das sind also Dinge, die hier eigentlich auch jetzt wieder in der Pipeline sind, wo gerade dran gearbeitet wird, wo die Dozenten sich gerade unheimlich viel Gedanken machen, was können sie die nächsten Jahre für sie Tolles kochen, mit ihnen gemeinsam Tolles kochen und was für Inspirationen kann man da holen. Ja? Also jeder von uns kann kochen. Ja, also das ist ganz einfach, aber manchmal braucht man auch neue Impulse, mal kreative Ideen oder ach, ein Stück Gewürze an der Kartoffel, das wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Ja, dass man da immer so ein Feedback aus der Gemeinschaft herauskriegt und das sind so diese tollen Abende und Veranstaltungen, die hier in der VHS hoffentlich bald wieder stattfinden dürfen. In der Zeit, wo es nicht stattfindet, lasse ich sie immer nicht im Regen stehen. Ich mache jetzt mit dem nächsten Gericht mal so ein, zwei Geschichten in der Richtung. Vorausgesetzt, ich finde hier eine Pfanne. Da. Irgendwo haben wir was. Ja, so. Ich möchte jetzt zu Hause einfach mal zeigen, wie leicht und simpel es tatsächlich ist, einen Fisch zu braten. Ich möchte Ihnen zeigen, wie ich Spargel zubereite, den ganz normalen. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen, wer mich kennt, ich bin so ein bisschen untriebig auf der Welt. Habe viele internationale Wettbewerbe mitgekocht, habe auch im Ausland viele Freunde, unter anderem auch in Schweden. Und da habe ich bei so einem Bekannten eine ganz geile Kartoffel. Ich kann den Namen bis heute noch nicht so richtig aussprechen. Ich sage mal die Hasselhoff-Kartoffel, ja. Aber ich glaube, in Wirklichkeit heißt sie Hasselback-Potatje. Egal, ist eine total geile schwedische Ofenkartoffel. Die möchte ich euch einmal vorstellen, wie die hergestellt wird. Vielleicht finden wir doch einen deutschen Namen dafür, den jeder mal aussprechen kann. Bernd oder so. Ja, müssen wir mal kicken. Aber sie ist einfach lecker. Ja, das sind so die Dinge, die ich mit Ihnen jetzt gleich einmal schön herstellen möchte. Und da fangen wir doch gleich mal mit der tollen Kartoffel an. Ist ganz einfach. Das ist ja wie gesagt eine Ofenkartoffel. Wir brauchen da einfach ein schönes Backblech für. Wir brauchen Salz, Pfeffer, ein paar Kräuter und schönes Olivenöl.
gibt es in zwei Varianten, einmal mit Parmesan nachher überstreut oder einmal als Natur. Ich mache sie jetzt als Natur, da werde ich ja nachher vielleicht den Spargel reichen wollen. Die Kartoffel ist nachher so schön aufgefächert. Warte, sieht man das? So, die wird hier ganz dünn aufgefächert. Beim Garen im Ofen fächert sich die Kartoffel so schön auf und hat hier so richtig schön knusprige Geschichten nachher, die dann einfach auch ein ganz tolles Geschmackserlebnis auch bieten. Damit man sie so schön aufgefächert kriegt, nimmt man sich entweder zwei Chinastäbchen oder zwei Schneidbretter, hat hier so einen kleinen Abstandshalter. Siehst du aber da in der Kamera? Jo, perfekt. So, und dann schneidet man jetzt einfach ganz dünne, kleine Spalten runter. Man muss auch keine Angst haben, dass man durchschneidet, weil man hat ja hier die beiden Schneidbretter als Abstandshalter. Und dann fächern wir uns die Kartoffeln hier mal so schön auf. Hast du? Ach, ich komme auf jeden Fall. So, wer vielleicht einen tollen Namensvorschlag hat für diese Kartoffel, ja, oder wer mir Nachhilfe in schwedischer Aussprache geben möchte, guckt gerne bei mir auf die Internetseite www.torben-grübner.de. Da ist ein Kontaktformular, schreibt mir einfach eine nette Nachricht und dann könnt ihr da mal sagen, wie denn das Ding auch richtig heißt. So. So, wir fächern die mal ganz schnell auf. Das ist auch eine Geschichte, da kann man nie genug von haben, von diesen Kartoffeln. Weil wenn die auch nachher kalt sind, die sind nachher wie Chips. Die könnt ihr abends vom Fernseher noch vormittags essen, die Dinger. Die sind total hervorragend nachher. Das ist wie so eine Multifunktionsbeilage. So, wenn die so schön aufgefächert sind, ordentlich Salz drauf. Man wundert sich. Das war auch eine Geschichte, die durfte ich nachher auch in der professionellen Küche in der Ausbildung erstmal lernen. Wie viel Gewürz eine Kartoffel eigentlich verträgt. Also es ist unglaublich. Also das ist, da muss richtig was drauf bei der ganzen Geschichte, weil die ist wie ein Schwamm. Man denkt, ich habe schon zu viel Salz reingemacht ins Kartoffelwasser. Man isst die nachher, warte, als ob das Ding noch nie Salz gesehen hätte. Das liegt an der Kartoffel. Hat auch so einen kleinen positiven Nebeneffekt, wenn man mal eine Suppe versalzen hat oder eine Soße versalzen hat. Man will eher wieder da wieder rauskriegen. Dann kann man so eine rohe Kartoffel einfach nehmen, ein bisschen klein schneiden, mit reinschmeißen, die zieht das Salz danach raus, abpassieren, fertig. Dann kriegt man so einen Salzgehalt von der versalzenen Speise auch da raus. Also die Kartoffel ist da echt ein Gewürzschwamm. So, dann nehmen wir hier nochmal ordentlich Lumpe drauf. So, dann habe ich hier nochmal so ein bisschen Basilikum, man könnte auch kleine Lorbeerblätter nehmen, Thymian, Zweige, was auch immer, wo man halt Freude dran hat. Die kann man jetzt nochmal so in diese Rillen reinstecken. So, und während des Garprozesses gehen diese Aromen dann nachher an die Kartoffeln über. Oder Salbei könnt ihr nehmen, oder Thymian, Rosmarin, wo ihr halt Spaß und Freude dran habt. So. Dann mal irgendwie hier noch so ein bisschen schön Öl damit drauf. Auch gucken, dass das Öl hier schön in die Rillen reinläuft. Was vielleicht noch spannend wäre, diese Kartoffel funktioniert mit festkochenden Kartoffeln. Also es gibt ja so drei verschiedene Grundmodelle der Kartoffeln. Es gibt die mehlig kochende Kartoffel, es gibt die halbmehlig Kartoffel oder ja, ne, die halbfeste Kartoffel. Und die festkochende Kartoffel. Viele Frustrationen, das ist so, sag ich mal, wo das dieses Handwerk auch anfängt. Es gibt so ein, zwei Dinge in der Küche, die sollte man sich vielleicht doch mal aneignen über einen Grundkurs. Welche Kartoffeln nehme ich wofür? Ne, was mache ich mit einer mehlig kochenden Kartoffel? Was kann ich mit einer festkochenden Kartoffel herstellen? So, das lernt man einmal in so einem tollen Kochkurs, den man vorher esst oder von Mutti zu Hause. Und dann hat man dann auch nachher ganz viel Freude. Und hier brauchen wir halt so eine festkochende. Die gehen jetzt mal bei 200 Grad in den Backofen. Für ungefähr 20 Minuten. Ja, eben habe ich also eine schnelle Variante gemacht mit meinem schönen Hühnchengericht, ne, wo man ganz viel Zeit jetzt noch nebenbei hat. Jetzt kochen wir mal so ein bisschen aufwendiger. Ne, also
Kochen ist ja von bis, also von ganz einfach bis irgendwie auch High Class, ist ja alles möglich. Je nachdem, wie viel Liebe und Leidenschaft man da reinsteckt, wie viel Geduld und Muße man da auch hat, ist ja von bis möglich. Ne? Also ich gehöre auch zu den Bekloppten, wenn ich mal zum Essen einlade, da kann schon mal passieren, dass ich 2 Tage lang zu Hause nur am Vorbereiten, Schnibbeln, Kochen und Rubbeln bin, habe nachher auch nur 4 Teller auf dem Tisch stehen, ja? Habe halt anders dran gearbeitet. Andere sagen, man muss ein bisschen fixer gehen, dann gibt es eine schöne Stunde, klack, 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 und dann hast du 2 Minuten. Hauptsache wir werden satt und haben Spaß dabei und wir haben tolle Abende gemeinsam, ne? Und tolle Speisen auf dem Tisch. So, dann habe ich gesagt, wir wollen mal einen tollen Spargel machen. So, Spargel habe ich schon mal geschält, habe ich hier so einen tollen hiesigen. So, da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe vorhin schon mal gezeigt, wie so ein gebratener Spargel funktioniert. Jetzt machen wir mal den schnöden Mammon. Wir machen mal den ganz normal gekochten Spargel. Kann man ganz viel richtig, aber auch ganz viel falsch machen. Auch hier bin ich wieder so ein Verfechter davon. Viele Kollegen oder viele gehen einfach bei, wenn die Spargel kochen. 1000 Liter Wasser, 8 Kilo Zucker, 3 Säcke Zitronen da rein und dann das ganze Kochen, Spargel reinwerfen, wenn er weich ist, rausholen. Finde ich blöd. Geht der ganze Spargelgeschmack raus, die ganzen Aromen aus der Stange gehen in das Kochwasser nachher über. Ich muss das Wasser so intensiv würzen, damit ich nachher dann überhaupt noch irgendwie den Spargel wiederfinde. Das Einzige, wo ich tatsächlich akzeptiere, diese Art und Vorgehensweise, ist, wenn man sich in der Gaststätte auf Menge vorbereitet. Da machen wir es mal so, da kochen wir die Spargelschalen schön aus, dass wir einen Grundfond haben. Haben dann da unsere 100 Liter Wasser, wo wir dann da 20, 30 Kilo Spargel auf einmal drin haben. Und durch diesen vorgewürzten Spargel in Grundform wird dann so dieser eingeschmackte Spargel so wieder angehoben. Und dann hat man schon mal so eine, das was rausgeht aus dem Spargel, weil Wasser laugt aus. Das was rausgeht aus dem Spargel geben über das Wasser auch wieder zurück und dann hat man ein tolles Produkt. Für zu Hause ganz einfach, nehmt euren Spargel ganz normal. Macht ein ganz bisschen Zucker drauf, salzen gerne ganz wenig, lasst ihn kurz liegen, dann wird er jetzt so ein bisschen Wasser. Im Topf auf kleiner Flamme den Spargel so da reingeben, etwas Zitronen-Orangensaft nehmen wir in dem Falle mal. Muss ich mal entschuldigen, ich habe die Zitronen tatsächlich vergessen zu kaufen. Also normalerweise einen kleinen Schuss Zitrone, dass man eine schöne Säure hat, dazugeben. So, man sieht das hier so ein bisschen, wie das Wasser zieht. Gebe ich jetzt einfach hier in mein Kochgeschirr rein. Mache einen kleinen Spritzer Zitrone rein, kann auch eine Zitronenscheibe vielleicht noch mit hineinlegen. So, eingegeben noch einen kleinen Schlag Weißwein dazu oder einfach ein bisschen einen kleinen Schuss Wasser. So, ganz kleinen Hauch. So, dann kommt aber noch ein bisschen Wasser mit dazu. Und wenn man jetzt mal sieht, also sieht man es in der Kamera? Das reicht an Wasser vollkommen, um diese Stangen gar zu kriegen. Ich habe das drin, was der Spargel braucht. Ich habe die Säure drin, um gegen die Bitterstoffe anzuarbeiten. Ich habe die schöne die Zitrone. Ich habe ein bisschen Süße dazugegeben, ein bisschen Zucker. Ich habe mein Salz drin. Reicht. Dann mache ich da einfach ein Deckelchen drauf, damit das Wasser im Topf bleibt. Dünsten, nicht braten, ist hier das Thema. Ja, dass wir das in den Topf auf kleiner Flamme gar ziehen. So, und in dem Moment passiert Folgendes, die ganzen Aromastoffe gehen nicht in das Kochwasser über, was nachher im Ausfluss reingeht. Es bleibt alles schön im Spargel drin und Sie haben ein intensiveres und tolles Spargelerlebnis nachher. So, während das hier so langsam vor sich hin blüpselt, so, wir wollen ja den Spargel, die Kartoffeln und den gebratenen Fisch. So, hier haben wir so einen tollen Kabeljau, habe ich mitgebracht. Und was ich Ihnen jetzt zeige, funktioniert tatsächlich mit allen Fischen.
Das ist so einfach und die Leute haben tatsächlich immer, jeder liebt Fisch. Fisch ist was Gesundes mit den Omega-Säuren, das macht Spaß, das macht Freude. Da sind ganz, ganz viele Sachen drin, die auch gut sind für den Körper nachher letztendlich. Aber man hat halt sehr, sehr viel Angst und Bedenken, ist der Fisch noch gut, habe ich ihn richtig gegart? Gut, Sushi ist jetzt immer mehr im Kommen, das freut mich. Auch hier in Oldenburg schießen die Sushi-Läden wie Pilze aus dem Boden. Also das ist ja eine Thematik, die wird immer schöner. Ich werde nie vergessen, ich habe 2001 war das in Hamburg, im Jahreszeit, im Doc Schenk gekocht als junger Kollege. Habe dort dann das erste Mal so richtig einen Thunfisch erlebt. Roh, wie man ihn macht, kannte ihn vorher nur aus der Dose, weil das gab es hier alles noch nicht so richtig. Bin dann hier wieder hergekommen in die Region zum Arbeiten und wollte dann auch mal frischen Thunfisch servieren in einem Gourmet-Restaurant damals. Die Leute haben es reihenweise zurückgehen lassen, das ist nicht durch, das muss totgebraten sein, das können wir nicht essen. So, jetzt 20 Jahre später stehen die gleichen Leute stellenweise in der Schlange und essen den Sushi. Mich freut das, das ist so eine geschmackliche Weiterentwicklung so ein bisschen, da hat auch diese Region so ein bisschen was gelernt und es macht Spaß und Freude. Nichtsdestotrotz ist immer noch diese Hemmschwelle vor diesem rohen Fisch ein Stück weit da und die Art und Weise, wie ich braten soll. Und nicht jeder Fisch ist zum Rohverzehr geeignet, das muss auch mal. Auch Garpunkte beim Fisch, ein ganz großes Streitthema in jedem Restaurant. Ein Lachs wird nicht durchgegessen. Also Garpunkte sind immer die Punkte, wo mal irgendwelche Gourmets und Köche oder Leute gesagt haben, okay, wenn er so gegart ist, ist es das Optimalste für das Produkt, da kommt der Eigengeschmack am besten raus, da sind die Vitamine etc. am besten erhalten und so hat jedes Fleisch und auch jeder Fisch seinen Garpunkt. Die Fischwelle ist genauso wie Fleisch. Beim Rinderfilet kennt es jeder, Medium, Englisch, Rosa, Well Done. Das gleiche gilt auch für Fisch, also gibt es die gleichen Garpunkte. Ein Kaviar wird Well Done gegessen, der wird durchgegart. Ne? Well Done beim Fisch ist, der hat einen glasigen Perl mit Schimmer nachher drauf. Beim Lachs, ein Lachs wird rosa gegessen, wie ein Lamm. Der hat noch einen kleinen, hohen Punkt in der Mitte, weil das ist das, wo der Lachs am besten und vernünftigsten schmeckt. Ein Thunfisch wird englisch gegessen, nur einmal von der Seite angebraten, denn schmeckt das Ding am besten. So, und dann servieren sie das im Restaurant und dann kommt das rein, weil er zurück und da habe ich selber auch jahrelang echt ein bisschen Herzschmerz gehabt in den Betrieben nachher, weil du hast diesen Fisch ganz toll hergerichtet, auf den Punkt gegart und lass das rückmäßig durch. Das schmeckt nicht. Und der Lachs, der musste tot sein, der musste trocken sein, der musste einmal... Naja, aber auch das wird von Jahr zu Jahr besser. Und deswegen verstehe ich auch diese Zeitartikel. Das kann ja nur besser werden, wenn Leute anfangen, sich mit Essen und Trinken zu beschäftigen. Wenn da eine Affinität in der breiten Gesellschaft für da ist, dass sie da Leute Spaß und Freude dran haben. Weil ansonsten wird man es ja immer noch so tot essen, durch den Fisch. Ist aber gar nicht so. Also man merkt schon auch in den Restaurants, dass dann ein unheimlicher Bedarf einfach ist, dass man gerne kocht, dass man sich viel über Essen auch unterhält, Gott sei Dank, und da bricht so ein Eis ein Stückchen. Und das ist das, was wir hier natürlich auch in der VHS ein bisschen fördern wollen. So, also, mein Fisch, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe hier schon mal das Öl vermacht. Dann nehme ich jetzt einfach diesen Fisch, salze ihn und meliere ihn auf einer Seite. Das ist das Entscheidende bei dem Trick, den ich Ihnen zeigen will. Viele Wege führen nach oben. Ich zeige Ihnen jetzt mal den einfachsten Weg. Man packt den Fisch in eine heiße Pfanne und ganz wichtig beim Einlegen in die Pfanne. Ja, das heißt, so wichtig ist auch nicht. Manche Leute mögen das vielleicht, wenn es weh tut. Wenn man den Fisch reinlegt, lässt man ihn nach hinten wegfallen, dass das Fett, wenn es spritzen sollte, nach hinten rausspritzt. Wenn ich ihn so nach vorne platschen lasse, platscht das Fett mir entgegen. Ne, dann habe ich eventuell Brandblasen und so eine Geschichten. Um das so ein bisschen zu vermeiden, legt man ihn einfach von sich weg in das heiße Fett. Fängt mit einer großen Hitze an, damit einmal die Poren geschlossen sind, damit eine Krustung schon mal stattfindet. Und dann reduziert man die Hitze auf ungefähr halbe Kraft. Hat zwei tolle Effekte. Wenn ich das jetzt hier bei großer Hitze zu Anfang reingelegt habe, brauche ich keinen Schuh mehr ins Mehl reinmachen. Es gibt bestimmte Fischmehle, die gewisse Farbstoffe schon drin haben, damit die goldgelb knusprig sind. Man kann diverse Gewürze reinmachen, da gibt es keine Special Tricks, dass das dann Richtung goldgelbe Bratkruste hat. Wenn ich aber hier in der Lage bin, die Temperatur richtig zu steuern, reicht ein ganz normales Mehl, was ich in heiße Fett reingebe und dann reduziere oder jetzt ganz langsam ziehen lasse den Fisch. So, das machen wir jetzt mal.
Fische sind auch ganz sensible Tiere. Wenn er roh ist, hängt er sehr zusammen. Der hat so Lamellenaufbau. So, und je mehr ich ihn hin und her schleudere, desto mehr zerreißen diese Fettschichten zwischen den einzelnen Fleischlamellen. Wenn ich jetzt auch in der Pfanne, wenn die gegart sind, lösen sie sich alleine so ein bisschen. Und je mehr ich den da jetzt von A nach B in eine Runde drehe, desto mehr zerfällt mir der Fisch. Manchmal ist nichts tun besser als übereifriger Aktivismus. So, und da ist auch bei dem Thema Fisch eine ganz wichtige Geschichte. Also Geduld ist eine Tugend beim Kochen. Und man sieht es schon ein bisschen, ich weiß nicht, sieht die Kamera das auch? Weißt du, woher kommst du hier? Weil man sieht nämlich jetzt den Garpunkt des Fisches. Ich habe jetzt hier mal einen weißen genommen, da sieht man das ganz besonders schön. Ja, man sieht, wie die Hitze von unten durch den Fisch durchwandert. Das brauchen wir gleich noch kommen. Ja, wenn man hier mal guckt, man sieht richtig, wie er da gegart ist. So, und jetzt lasse ich ihn ganz langsam laufen. Und dann hat man nachher zwei Geschichten. Man hat eine schöne Kruste, weil die schön knusprig ist, die goldgelb ist. Und oben drauf aber einen schönen, saftigen Fisch, der nicht irgendwie zerstört oder trocken ist oder irgendwas, sondern auch von sich aus schön saftig nachher sein wird, weil einfach er langsam durchgelaufen ist. Es ist ganz, ganz schlimm beim Garen, wenn man da mit zu großer Hitze reingeht. Und je mehr Eiweiße ein Lebensmittel hat, desto geringer muss die Hitze sein, mit der ich arbeite. Wenn ich da jetzt beigehe mit 300 Grad das Ding einmal durchschieße, zieht das Eiweiß sich so brutal zusammen, es tritt ein weißer Fischsaft aus beim Fisch, aber beim Lachs vielleicht schon gesehen, dieses, ne, was, dieses Eiweiß, was da so wegläuft, das ist, wenn die Hitze zu hoch ist. Und das ist aber auch alles Saftigkeit, Feuchtigkeit, die mir nachher im Gaumen beim Essen nachher fehlt. Und darum ganz langsam hier mal so ein bisschen das Ding köcheln lassen. Ja, so, und mal hier, na guck mal da. Also ihr seht, es ist immer noch genauso viel Wasser drin wie vorher. Also der Spargel ist, ich hätte auch einen Pfund reinschmeißen können, Spargel. Also das ist vollkommen egal. Also jetzt mal Daumen hoch vom Topf an Wasserflüssigkeit reicht vollkommen aus. Lass das Ganze mal gemütlich köcheln, alles wunderbar. So, die Idee bei dieser Mayonnaise besteht darin, wenn man sie auch Mayonnaise nennen kann, aber es ist einfach eine Mayonnaise wie dieser Dipnacher. Wir haben den Saft von den Kichererbsen, die ich bei den Hähnchengeschichten mit drin habe. Das ziehen wir hoch mit einem Öl, mit diesem kleinen Mixerteig. Und dann machen wir so eine kleine Currynote mit rein, dann haben wir so eine ganz cremige Geschichte, die wir nachher so als Beigabe zu unserem Spargel nochmal dazugeben. Dann haben wir auch dieses schöne fettige, buttrige, was wir eigentlich brauchen, machen wir jetzt hier mal so ein Öl ein bisschen und haben auch andere Geschmacksnuancen noch mit drin. So, ich probiere es einfach mal aus. Kochen hat auch mit Mut und Ausprobieren zu tun und auch mit Fehlschlägen. Also entweder bei mir, ich bin da hier fürchterlich, weil es komplett in die Hose geht, oder es wieder alles toll ist. Kochen ist immer so ein Learning by Doing. Da darf man auch keine Angst vor haben, das macht Spaß. Und vielleicht kommt auch was ganz Tolles bei raus. Wobei der eine oder andere schmunzelt, wir Torben und vegane Gewichte, das sind irgendwie, weiß ich auch nicht. Da treffen zwei Welten aufeinander. Aber es ist nur ein Tipp. Oh. Ja. Das ist wie gesagt, das ist nur der Saft aus dem Glas von den Kichererbsen. Mehr habe ich hier nicht drin. Und ihr lasst euch den Rollen ein bisschen schaumen. Und jetzt lasst ihr ganz langsam mal das Öl hier reinlaufen. So, und simsalabim. Schmeckt die ganze Küche voll, das ist egal, gehört auch dazu. Haben wir hier schon mal eine kompakte Masse, mit der wir jetzt arbeiten können, die wir jetzt nach unserer Lust und Laune mal so ein bisschen aromatisieren können. So, bitte unser lecker Tipp hier. So, nicht zu vergessen hier der Fisch. Seht ihr, wie schön das durchgelaufen ist? Jetzt habe ich hier in der Mitte nur einen ganz kleinen hohen Punkt. Butterflocke rein, umdrehen, ready. Dann ist dieser Fisch genau glasig, genau auf den Punkt gegart. Ich sehe es mit den Augen. Ich brauche da nicht drücken, nicht knutschen, ich brauche gar nichts machen. Ich muss einfach nur hinkriegen. Ja, man sieht, wie diese Hitze hier durch den Fisch hochgelaufen ist. Irgendwo hat so ein Fisch schon eine kleine Wölbung. Wenn da oben noch so ein ganz kleiner Millimeter steht oder irgendwas, Butterflocke rein, Gewürze rein, einmal durchdrehen, umdrehen, fertig. Und wenn ich ihn dann anschneide, habe ich einen richtig schön komplett durchgegarten, saftigen Fisch. Und dann habe ich genau das Geschmackserlebnis, was ich haben möchte. Also das ist die einfachste und schnellste Variante und auch die sicherste, um einen komplett durchgegarten Fisch zu servieren zu Hause.
Jeopardy, das schmeckt ja sogar. So, sehr schön. So, dann schauen wir mal, was macht unser Spargel. So. Spargel testen, wann wissen wir, wann der gar ist? Ist ganz einfach. Okay, es ist komplizierter, man braucht ein kleines Messerchen. Tun wir mal so, als ob das ein kleines Messerchen ist. Entscheidend ist die Spitze vorne. Man geht, um zu testen, ob so ein Spargel gar ist, vorne in den Kopf. Sticht man so ganz vorsichtig rein. Und wenn der da schön weich ist, dann ist der Spargel genau auf dem Punkt und hervorragend. Ja, das Köpfchen muss abgestochen werden, aber das passt, haben wir ihn gar. In dem Falle ist das hier hervorragend. Und wenn ihr mal schaut, das sieht aus wie ganz normal gekochter Spargel. Der einzige Unterschied ist, dass dieser Spargel nicht so viel Aromen verloren hat, dass da die ganzen Vitamine, Nährstoffe alles noch drin sind und ich nicht da irgendwie 5 Liter Wasser sinnlos nachher im Ausguss kippen muss. So, wir haben den Fisch, wir haben den Spargel, wir haben unseren Dip. Schauen wir mal, was wir drin machen. So, fangen wir an mit unserem gekochten Spargel. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Spargel, man sieht ihn schön gekocht. So, dann haben wir hier unsere Kartoffeln, die ich mal dazugebe. Aber man merkt schon, oben sind die richtig schön knusprig, wie Kartoffelchips. Unten, also die noch, weil sie ein bisschen dicker sind, sind die richtig schön saftig, wie so eine Folienkartoffel so ein bisschen. Dann hat man die schönen Gewürze oben drauf, die Aromen von den Kräutern. So, dann kann ich jetzt hier nochmal so einen kleinen Schlag Olivenöl dazugeben. Also das ist einfach eine leckere Geschichte. Man hat so mehrere Texturen aus einer Kartoffel rausgeholt. Und das ist das, was ich so spannend finde danach, also bei dieser Geschichte. Packen wir mal eine dabei. So, Fisch, haben Sie ja gesehen, ist sauber hochgezogen. Jetzt wird er nur noch einmal umgedreht. Ich habe so einen richtig schönen goldgelben Fisch, so wie ich ihn haben wollte. So. In dem Fall halbiere ich den jetzt nochmal. So, vom Anschnitt her, wenn Sie es mal sehen. Kann man das mal Kamera? Nee, kann man nicht. Also er ist richtig schön saftig, goldgelb, so wie man sich so einen tollen Fisch vorstellt. Was vielleicht auch nochmal eine wichtige, wenn Sie sich mal so neue Küchengeräte anschaffen wollen. Ich arbeite sehr gerne mit solchen Paletten, heißen die, ja. Also nicht Europalette, sondern so eine Küchenpalette oder Winkelpalette in dem Falle, weil die so abgewinkelt ist. Und jetzt sind schöne Löcher drin. Das hat den Vorteil, ich kann das aus dem Fett rausnehmen, kann das so ein bisschen schubbeln, dann tropft mir das Fett schon mal wieder in die Pfanne zurück und ich habe nicht so viel Fett nachher auf dem Tellerchen drauf. Ne? Und dafür sind diese Winkelpaletten ganz gut. Gibt es auch als glatte Paletten. Das ist dann, wenn man so Torten einstreichen möchte, Cremes oder solche Geschichten, dann hat man natürlich so eine glatte da so ein bisschen. So, das mal so als kleine Randnotiz. So, hier haben wir jetzt unsere leckere Kichererbsen-Mayo. Anstatt unser Hollandaise, damit bringen wir dann das Fett auf den Teller, was ja zu so einem Spargel unbedingt dazugehört. Komm, gönnen wir den doch auch mal hier nochmal so ein bisschen grünes Gelumpe. Und dann würde ich sagen, bon appetit!